Und schon wieder zurück zu Ghost of Tsushima, wo wir auf einem wunderschönen Plateau stehen mit Blick über einen lilanen Wald und Vollmond. Ach ja, na gut, wir waren eigentlich auf dem Wege hierhin, des Adlers Betreuer. Es heißt, dass der Adlerstamm Menschen im Wolkenwaldtempel Nahrung und Schutz bietet. Ich kann mir ausmalen, was der Adlerstamm dort wirklich mit ihnen macht. Das ist eine gute Frage. Ja, und das, was Kelas geschrieben hat in den Kommentaren, da musste ich sehr schmunzeln. Also sie hieß, naja, wir könnten jetzt entweder die Bedrohung für die Insel beseitigen und die Menschen retten, oder wir laufen einfach noch ein bisschen über die Insel und gucken uns an, was wir sonst noch so entdecken könnten. Ja, natürlich laufen wir über die Insel und gucken, was wir sonst noch so entdecken können. Wer wäre ich, wenn ich es nicht tun würde? Ja, also die Menschen werden noch ein bisschen mit dem Adler leben müssen. Da kann ich jetzt auch nichts dafür. Also schon irgendwie, ich bin eigentlich schuld, weil ich könnte es ja tun, aber ich tue es nicht. So. Voll gut abgerollt. Meine Güte. Huch, Fragezeichen. Goldener Vogel. Wo? Wo goldener Vogel? Oder habe ich ihn jetzt nur... Kann auch sein, dass ich ihn einfach nur gehört habe. Er hat... Ah, hallo. Da ist er. Da ist er. Wo führst du uns hin? Nach unten willst du. Okay. Habe ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, das sieht mir ein bisschen gefährlich aus, wenn ich ehrlich bin. Da hätte ich theoretisch runtergekommen, aber ich glaube, das schaffe ich auch hier. So, abgerollt. Doch nicht nach unten, sondern nach oben. Noch ein Fragezeichen, oder ist das das gleiche? Nee, es ist noch ein Fragezeichen. Es ist nicht unten in der Schlucht, es war oben, nur auf der anderen Seite der Schlucht. So rum nämlich. Glühwürmchen sagt, hier befindet sich etwas, und zwar in diese Richtung. Da wir ja ohnehin wieder da hoch müssen, wenn ich dem Glühwürmchen... das ist natürlich jetzt interessant. Guck mal hier. So, was sagst du hier, Glühwürmchen? In welche Richtung? Dahin. Also vermutlich da oben irgendwo. Ach, gucke mal an, da oben ist auch... Wahrscheinlich ist das ein Punkt, an dem man nur runterkommt und nicht hoch, oder? Ups, mal gucken. Erinnerung an Verständnis. Da war doch gerade der... Oh Gott, schon sein, da war doch gerade der Marker. So, dahin will uns Glühwürmchen führen. Zum weißen Hirsch. Ui, an die Vergangenheit erinnern. Hey. Alles okay? Du willst auch, dass wir uns erinnern, hm? Das ist eine von diesen magischen Begegnungen. Na gut. Wenn du das sagst. Diese Schlucht. Mein Vater starb nicht weit von hier. Ihr betrügt. Ich weiß nicht wie, doch ich bin überzeugt davon. Ihr schuldet mir 20 Mon. Kommt, zurück ins Lager. Er hat unseren Pfeil gespalten. Piu. Da unten steht jemand. Soll das so sein? Ja, hier stehen jede Menge Leute.
Okay, das sind vermutlich die Wachen, die hier Ausschau halten. Der kleine Jin. Damals, als die Welt noch so einfach war. Ich lernte, Schwindlern gegenüber gibt es keine Ehrenschulden. Ich lernte, sich einem überlegenen Gegner geschlagen zu geben, ist keine Schande. Vor unserem nächsten Wettstreit will ich eure Pfeile sehen. Ihr bringt das Geld mit und ich die Pfeile. Eine letzte Schlacht. Ein finaler Kampf. Danach bereiten wir die Abreise von dieser stinkenden Insel vor. Entschuldigt mich. Ich muss mit meinem Vater sprechen. Natürlich. Sollen Fürst Shimuras Statthalter die Steuern kassieren und die Felder düngen? Vater, auf ein Wort? Ja, begleite mich. Was gibt es? Nach diesem Feldzug wollt ihr nicht bleiben und Ikki unter eure Kontrolle bringen? Das ist nichts für mich. Omi und das Schlachtfeld sind meine Heimat. Und du? Würdest du bleiben und hier herrschen? Das dachte ich. Doch nach allem, was wir erlebt haben, ich fühle mich im Kampf lebendiger als je zuvor. Du bist ein Sakai. Was meint ihr? Lass die Shimuras dieser Welt Buch führen und Konzile abhalten. Wir sind die Blitze inmitten des Sturms, die Lawine, die den Berg erzittern lässt. Das ist der Sakai-Clan. Ich verstehe, Vater. Ich hielt dich für verweichlicht. Untauglich. Unsere gemeinsame Zeit hier hat Fürst mir... Fürst Sakai! Verzeiht die Störung. Die Späher bringen dringliche Neuigkeiten. Ja, einen Moment. Ich muss gehen. Mach dich bereit. Folge mir heute. Alles wird gut. Er wollte noch etwas sagen. Was wolltet ihr sagen, Vater? Über unsere gemeinsame Zeit? Ich konnte nur raten. Doch ich werde es nie wissen. Erinnerung an Verständnis. Ja, das... Das beschäftigt mich noch immer. Am letzten Tag von Vaters Feldzug auf Ikki. Ich sollte zu dem Strand unserer Abreise gehen. Erinnerung an ein unvollendetes Lied. Schwertkit. Okay, ja, das werden wir machen. Keine Sorge. Und es hat sich ja bewahrheitet im weitesten Sinne, ne, dass Jin eben nicht wie die Shimuras dieser Welt ist und Dinge verwaltet und langsam aufbaut, sondern eben wie Katsumasa. Ein Blitz inmitten des Sturms. Blauregen-Haiku. Ja, ich glaube, der Vater war natürlich auch ein bisschen stolz darauf, dass sein Sohn letztlich die... nicht die Bestimmung gefunden hat, sondern dass sein Sohn ihm ähnlich ist. Also ich glaube, er hat viel in Jin sehen wollen, was er selber in sich sieht. Einfach weil es schön ist, wenn... das Kind oder die Nachkommen oder Menschen, die... für die man quasi die Fürsorge übernommen hat, also man selber findet das wahrscheinlich schön, ähnliche Ansichten teilen, die man selber hat. Es ist nun mal so.
über Bedauern sinnieren. Oh, was bedauern wir? Vieles, ich glaube vieles. Blütenpracht erwacht. Frühling bringt Leben. Wasser tanzt herab. Bedauern. Blütenpracht erwacht. Ein Gipfel ragt auf, zu fern, gebrochen von starrem Fels, zermalmt den Fluss, den Fels zu kieseln. Ein Gipfel ragt auf zu fern. Er trägt jede Last. Ein Fluss kehrt nie um. Das stimmt so nicht. Also, natürlich geht er nicht zu seinem Ursprungsort zurück, aber er kann schon sehr viele Kurven haben. Last des Vergangenen. Trägt jede Last? Blütenpracht erwacht. Ein Gipfel ragt auf, zu fern. Ein Fluss kehrt nie um. Blütenpracht erwacht, als Jin, der so hoffnungsvolle Nachfolger des Hauses Sakai wird. Ein Gipfel ragt auf zu fern, als Fürst Shimura die Hoffnung hat, dass Jin sein Sohn sein könnte. Ein Fluss kehrt nie um, als Jin die Entscheidung getroffen hat, der Geist zu sein und nicht mehr Jin Sakai. Das hinterlässt mich ein bisschen nachdenklich, gebe ich zu. Das ist ein bisschen schwierig gerade alles. Auch mit der Erinnerung, die wir da freigeschaltet haben, die ist ähnlich macht. Ich hätte gerne gewusst, was der Vater zu sagen hatte über Jin. Aber das werden wir nicht mehr rausfinden, denn wir können ja leider mit Kazumasa nicht mehr reden. Oh, da hinten ist wieder ein Bogenschießturnier. Ich sehe ein Lämpchen. Parkour! Was ist da unten passiert? Sind schon viele kaputte Holzstämme. Na gut, gucken wir mal. Vielleicht können wir ja wieder Bronze abgreifen. Die Bogenherausforderung. Da. Das ist ganz schön weit weg. Sag mal. Also, natürlich weit, weit abgeschlagen. Ja. Neuer Versuch. Armer Irrer.
Wirklich? Ach, komm schon. Meine Güte. Nein! Eine Sekunde zu langsam, das gibt's doch nicht! Ich will mindestens Bronze abgreifen, wirklich. Und ich aktiviere das sofort, in der Hoffnung, dass ich das dann zweimal in den 25 Sekunden aktivieren kann. Ein hübsches, prall gefülltes Händlerschiff. So nämlich. Aber es gibt besser. Immerhin das. 18 Sekunden, das ist ganz gut, okay. Damit bin ich zufrieden. Mehr will ich gar nicht. So, die Wegmarkierung hatte ich mir da unten an die Küste gesetzt, weil ich eigentlich vorhatte, hier an der Küste entlang zu gehen. Wir haben da unten ja auch gesehen, da ist noch was. Gucke mal da. Unser Glühwürmchen sagt, da unten ist was und das sieht mir auch schwer danach aus, als wäre da was. Es ist nur die Frage, wie kommen wir hier runter? Da ist eine Hütte. Aha. Und eine Höhle, offensichtlich. Da gibt es nirgendwo einen Weg runter, oder? Von hier aus sehe ich keinen. Was könnte sein, dass wir da hinten tiefer hinunterkommen? Und da ist noch eine vorgelagerte Insel, die würde ich auch gerne entdecken. So, für diejenigen, die übrigens Angst haben, dass Ghost of Tsushima bald zu Ende sein könnte, ne? Wir sind ja schon lange jetzt, also vergleichsweise lange im DLC unterwegs. Wir wissen, das ist wahrscheinlich die letzte Mission, die wir haben und hier ist noch ein bisschen was zu erkunden und dann, ja, dann war es das leider auch mit Ghost of Tsushima. Die 100% werde ich wahrscheinlich nicht erreichen, ne? Da müssten wir jetzt wirklich sehr, sehr viel suchen und es sind auch Kleinigkeiten, die übrig geblieben sind, wahrscheinlich kosmetischer Art, aber nichts gravierend Schlimmes. Natürlich machen wir Iki noch so weit wie möglich fertig. Aber ich kann schon beruhigen, der Nachfolgetitel für Ghost of Tsushima ist quasi schon gefunden. Ich weiß also, was als nächstes Projekt nach Ghost of Tsushima kommen wird. Und es wird auch wieder ein Open-World-Rollenspiel. Ja, mehr oder weniger Rollenspiel werden. Was für ein schöner Baum hier unten am Strand. Wer hat hier sein Haus angebaut? Oh, hier. Alles ist wie in meiner Erinnerung. Aber er ist fort. An Katsumasa Sakais Sohn. Fürst Sakai, ich habe den Ort gefunden, an dem euer Vater durch die Hände eines Mörders starb. Ich habe die verblichene alte Fischerhütte sofort aus eurer Erzählung während eurer Reise des Geistes wiedererkannt. Ich weiß noch nicht, wann oder wie euch die Medizin hierher führen wird, doch unsere Wege werden sich kreuzen. Ich auf dem weißen Weg des Friedens und ihr in der Dunkelheit strauchelnd. Ich hoffe, ihr werdet dann wahrhaftig erkennen, was ich euch anbiete. Sich dem Urteil seiner Vorfahren zu stellen, bedeutet, sich von ihnen zu befreien. Mit meiner Führung und der Weisheit der Medizin werdet ihr euch schließlich selbst die Gnade erweisen, die euer Vater euch gegenüber nie zeigen konnte. Möge das goldene Licht des endlosen blauen Himmels eines Tages das eure sein. Angsa Katun, der Adler. Lass mich doch einfach in Ruhe. Ernsthaft. Hier wurde Vater getötet. Und nun stehen wir hier, all die Jahre später. Huh.
kommt man da hinten? Da ist ein Schrein. Ich sehe doch die Tori-Tore. Und da schwimmt was im Wasser. Moment mal. Ich weiß nicht, ob wir da hinkommen, aber... Oder ist das einfach nur ein Stein? Kann auch sein. Es ist einfach nur ein Stein. Okay. Na gut. Ist das natürlich, dass hier so viele rote Algen wachsen? Naja, immerhin wissen wir, dass wir da wieder hochkommen im Zweifel. Jetzt ist nur die Frage, können wir von hier aus darüber schwimmen oder müssen wir erst näher an die andere Seite ran? Wobei ich glaube, das ist egal, von welcher Seite aus wir uns nähern. Ich springe jetzt mal hier salopp ins Wasser und bin mal todesmutig und kämpfe gegen die Wellen an, die versuchen mich wieder zurück an den Strand zu schwemmen. Oh, die Tore. Die hätten dann sogar hier runtergeführt, letztlich. Insel Nakajima. Ist dann nur die Frage, welchem Kami ist dieser Schrein gewidmet? Da vorne werden wir es wahrscheinlich herausfinden. Oh, Glühwürmchen. In welche Richtung? In diese Richtung? In diese Richtung. Na gut. Gucken wir erstmal, dass wir in den Schrein reinkommen. Ich vermute, dann auf dem Weg werden wir auch herausfinden, was das Glühwürmchen uns zeigen will. Diese Tori-Tore führen zum Nakajima-Schrein, Heiligtum von Ugajin, dem Kami der Fruchtbarkeit. Na, hier wird's wieder weniger. In diese Richtung will Glühwürmchen. Mal gucken. Hallo, Affen. Oh. Glühwürmchen will dahin. Okay, hier habe ich keine Wahl, außer da runter zu gehen, ne? So. So eine Herausforderung war das. Da geht's nirgendwo hin. Jetzt sind wir aber sehr nah dran. Aha. Ein Sakai-Banner vor einer Froschstatue. Respekt für den Frosch. Komme ich hier jemals wieder raus? Ja. Nanu? Das ist eine Säule der Ehre, oder? Mashiras Biss.
Mashira beschützt, doch manchmal ist der beste Schutz eine schnelle Hand und eine scharfe Klinge. Uiuiuiui. Auch mit Äffchen drauf. Die ganze Insel hier ist irgendwie dem Affen gewidmet. Alles hier hat Affenbezug. Na gut, nicht alles, aber viele Dinge hier haben Affenbezug. Eine sehr seltsame kleine Insel. Mit ganz vielen kleinen Höhlen. Okay, pass auf. Da hinten geht's. Ja, hier geht's hoch, oder? Nein, nein. Hier ging es mal hoch. Hier geht es nicht mehr hoch. Hier ging es auch mal hoch. Auch nicht mehr hoch. Respekt für den Frosch. Jo, Respekt, Leute. Nein, hier geht's nicht mehr hoch. Das ist auch überwuchert und überwachsen. Dann muss es ja hier vorne irgendwo hochgehen. Hoffe ich. Da nicht. Da sehe ich Kletterbare. Da. Oh, warte. Respekt für den Frosch. Alter Falter. Sup-Sup. Nicht zu verwechseln mit Sup-Sup-Sup. Das ist eine andere Franchise. Jetzt kommen wir weiter nach oben. Sehr gut. Wirklich? Oh, da ist. Da ist unser Ligusterholz. Nein! Ich dachte, man könnte sich an der Seite vielleicht. Was? Wo? Nein. Wirklich? Okay, die Spawnpunkte, nicht Spawnpunkte, sondern die Speicherpunkte hier sind ein wenig rar gesät, habe ich das Gefühl. Das heißt, wir müssen wirklich gucken, dass wir... Ja. Wir müssen wirklich gucken, dass wir geschickt vorgehen. Wollte ich gerade sagen, in dem Moment, in dem ich ungeschickt vorgegangen bin. Kann ich hier nicht hoch? Na, da oben ist doch auch irgendwas. Komm, Jin, den Sprung schaffst du jetzt auch noch. Hier runter. Ups, so. Dann hier rüber. Dann darüber. Darüber, da hoch. Heps, heps. Darüber. Heps. Da unten hin. Schwingen. Hier festhalten. Darüber. Hüps. Und dann, ja, ich dachte, an der Seite kann man sich festhalten, aber. So, dann eben vorne rum. Und wir sind hier, wo das Banner steht. Hüps. Hat das Banner irgendeine Bedeutung oder ist das einfach nur, steht das einfach nur hier? Es hat keine Zeichen drauf, also keine Hinweise darauf, wem es gehört. Zack. Ups. Wo geht es weiter? Wo geht es weiter? Die darunter nicht. Die natürliche wäre jetzt da hinten irgendwo. Haben wir hier noch irgendwas zum Festhalten? Nee. Ja, da hinten der Ast. Oder auch nicht. Bitte nicht wieder ganz von vorne. Oh, Gott sei Dank.
Oder vielleicht habe ich mich auch einfach nur... Aber der Ast sieht auch nicht so aus, als könnte man sich daran festhalten. Bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Da geht's nicht weiter. Hier geht's... Oder ist es der Ast da hinten noch nicht? Ich habe ihn halt einfach nur nicht richtig zu fassen. Ja. Okay. Alles klar. Verstehe. Kann ich hier das Filibusterholz abstauben? Ne, da ist noch eine Kiste. Aha. 12 Vorräte. Immerhin. Hups, hups, dann auf diese Seite. Hups. Einmal balancieren. Die Blume. Oh. Das ist nicht nur eine Blume. Das ist auch eine Kiste. Und man weiß ja dann doch nie so genau, was im Inventar ist voll. Okay. Ich weiß, was in der Kiste drin ist. Na gut. Man weiß das aber nie so genau. Es könnte auch ein kosmetischer Gegenstand oder irgendwas sein. Und dann lieber hingehen, als sie ignorieren. Weil man sich denkt, ach, Vorräte habe ich genug. Keine gute Idee. Ah, schau mal hier. Hier geht die Treppe weiter. Und da geht's runter. Moment mal. Eps. Man kommt hier hoch, ne? Oder kommt man hier hoch? Wenn ich jetzt hier runtergehe und man kommt nicht hier hoch, dann verfluche ich mich ein bisschen. Ich mach's trotzdem. Ja, doch, man kommt hier hoch. Wo geht dann der Weg hier hin, wenn... Mal hier. Oh. Da nirgendwo hin. Okay. Schade, jetzt hätte ich schon gedacht, ich hätte hier ein riesen Geheimnis entdeckt. Andererseits, wenn hier ein Kletterhaken ist, also wenn hier ein Kletterbereich ist, dann muss doch hier auch... Tja, Chin Sakai tötet 1000 Mongolen, aber den Kampf gegen die Natur und ein paar Ranken, den verliert er. Wie schön, wir kommen wieder bei Sonnenuntergang an. Da ist das Ligusterholz. Glaube ich. Ja. Zack. Abgegriffen. Hallo Äffchen. Und ich dachte schon, der Weg wäre jetzt frei und wir könnten einfach rübergehen, aber nein. Den Schrein ehren. Talisman der Reflexsicht. Drücke L2, um einen Gegner anzuvisieren, der dabei ist, dich zu entdecken. Ach so, ja, das könnte interessant sein, wenn man dann versucht, schnell einen Gegner außer Gefecht zu setzen, der eben just das tut. Da unten ist ein toter Fischer. Wir werden sowieso nochmal um den Schrein herumreiten, einfach um zu gucken, ob hier noch irgendwas ist, ne? Aber ich verlasse jetzt den Schrein erstmal. Ja, aber das für gewöhnlich... Mach ich das ja nicht. Komm, Katze. Da ist der Leuchtturm. Oh. Bitte sag mir nicht, dass du da rein willst. Du willst wahrscheinlich außenrum, oder?
Das waren einfach nur zwei Fischer, die hier offensichtlich ihr Ende gefunden haben. Aber der eine hat den anderen offensichtlich mit einem Paddel erschlagen. Und er hat einen Dolch in die Seite bekommen. Ging es wirklich um Fische? Hier waren Vorräte, hier sind Bündel geschnürt. Wollte hier jemand abhauen und das hat nicht so ganz hingehauen mit den Verhandlungen, wie viel das wohl kosten wird. Was ist denn da oben? Was leuchtet denn da? Ja, und so wie es ausschaut, will der goldene Vogel dann tatsächlich hier rein. Da ist noch ein Fischer, der wurde von Pfeilen erwischt. Ich sehe den goldenen Vogel hier auch gar nicht. Doch da. In diese Richtung. Habe ich denn hier wirklich nicht alles mitgenommen? Das kann natürlich sein, das ist ein absoluter Irrgarten hier. Keine Ahnung, wo, wann, was. Goldener Vogel? Da ist er. Ich will in diese Richtung. Nein! Das war falsch. Wie ein Kind, das vom Baum fällt. Ja. Armes, gebrochenes Kind. Ich werde euch heilen. Das muss aufhören. Ja, vom Baum fallen, das muss aufhören, definitiv. Muss ein bisschen geschickter werden. Wo bist du, goldener Vogel? Nicht sehen. Okay, da oben geht es nicht weiter. Hier geht es unten drunter durch. Da geht es unten drunter durch. Hier sind wir gewesen. Das Kosmetische haben wir mitgenommen. Da oben geht es nicht weiter. Sorry, wenn ich jetzt gerade nochmal hier durchlaufe. Ich bin schon neugierig, auf was uns der Vogel hinweisen will. Wenn ich es jetzt aber nicht finde, dann wird es jetzt auch nicht so sein, dass ich hier die nächsten 7 Stunden verbringe. Ich will nur noch einmal prüfen quasi, ob ich nicht hier... Oh, da oben geht es dann auch irgendwo hin. Goldener Vogel? Hier höre ich ihn auch schon nicht mehr. Als wir vor dem Eingang standen, ist er nach links weggeflogen. Also hier irgendwo. Nam, 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 nam. Grummel, grummel, grummel. Ja, hier höre ich ihn nicht mal mehr. Aber es ist auch schwierig für ihn hier rumzufliegen, aus dem simplen Grund, dass hier auch einfach kein... Da ist er! Oh!
bin ein Idiot. Rhythmus der Natur, so verlässlich wie der Sonnenaufgang. Schönes Tuch. Kann man nicht meckern. Kann man nicht meckern. Wäre ich hier nur ein kleines Stück weiter gegangen, dann hätte ich es gefunden. Manchmal bin ich auch ein Depp. Gebe ich zu. Wisst ihr aber auch, ne? Also, jetzt keine neue Information für euch. Das, was ist denn? Warte mal. Was brennt denn da für ein Feuer? Wir schaukeln gerade mal ein bisschen. Mal kurz gucken. Ja, da kommen wir hin, wenn wir zu dem Tor da oben kommen. Und das müssten wir ja eigentlich schaffen, wenn wir beim Schrein sind. Da oben hin. Okay, nochmal genau die Augen offen halten, ob es hier noch irgendwelche Sekundärwege gibt. Natürlich toll, das im Dunkeln zu machen. Macht richtig viel Sinn. Ach, guck mal, da kommt man auch noch hoch, da an der Seite. Das habe ich, glaube ich, auch gar nicht geprüft hier. Ich glaube, das ist kein Weg, der uns irgendwo hinführt. Da vorne ist das Leuchten, aber hier komme ich nicht weiter. Oder doch? Aber was ist hier? Gar nichts. Gar nichts ist hier. Okay, es ist wirklich nur die Laterne. Ich habe auch das Gefühl, dass es eigentlich nicht der Weg ist, den man gehen sollte. Weil hier eigentlich... Ach doch. Man kommt hier unten raus und geht dann hier hoch. Ach so, ich habe quasi gerade nur abgekürzt. Oh Gott, ja, okay. Entschuldigung, ich dachte, ich wäre jetzt gerade ganz clever gewesen und hätte hier einen neuen Weg gefunden. Dabei habe ich eigentlich nur... eine kleine Abkürzung gefunden zu einem Weg, der vorher schon existierte. Naja, gut. Ohne Worte. Na gut, aber dann haben wir den Schrein jetzt zumindest in seiner Gänze erkundet und haben nicht mehr das Gefühl, oder ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich hier was zurückgelassen habe. Bin ich zufriedener als vorher. So. Dafür lohnt es sich dann auch schon mal. Na, Zufriedenheit ist wichtig. So, damit wäre diese Insel auch erkundet. Für uns steht als nächstes hier der Tempel an. Und dafür schwimme ich schon mal hier rüber. Aber in Anbetracht der fortschreitenden Folgenzeit, könnt ihr euch schon denken, werden wir das und weitere Abenteuer hier auf dieser Seite der Insel dann beim nächsten Male angehen. Da oben sehe ich Mongolen. Die drangsalieren doch gerade bestimmt schon wieder irgendjemanden da. Muss ich doch mal kurz einschreiten. Ach, ich hätte gar nicht so weit schwimmen müssen. Guck mal hier. Hier kann man einfach rüberlaufen. Das wäre natürlich noch einfacher gewesen. Oder sogar mit dem Pferd entlang. Naja, gut. So haben wir eine kleine Schwimmübung. Sensei Ishikawa wäre stolz auf uns. Ja, die drangsalieren schon wieder, Leute. Ach, Mensch. Was ist nur falsch mit euch? Wirklich. Was habe ich falsch mit euch gemacht? Okay. Gar nicht gesehen, wo da noch einer ist. Ups, Pferd, tut mir leid.
Die haben hier die haben hier einen Mönch umgebracht. Nee, eine Frau. Stillhalten. Der Adlerstamm hat gesagt, er hilft uns. Sie sind doch nicht so schlimm. Ihr seid sicher. Das heißt, sie sind doch nicht so schlimm. Hast du gesehen, was sie mit dir gemacht haben? Da ist keine Rede von, sie sind doch nicht so schlimm. Naja. Na gut, vielleicht hat sie auch schon die Medizin bekommen. Man weiß es nicht. Ne? Sie hatte so ein komisches Gestell um den Kopf und mit komischen Zeichen drauf. Gut möglich, dass das schon zu spät ist. Und sie schon unter dem Einfluss... Oh, wow. Unter dem Einfluss steht... War das Skyrim-Flashbacks. Vor allem mit der Musik. Da hinten sitzt jemand am Feuer. Das werden wir uns beim nächsten Mal ansehen. In diesem Sinne bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen bis hierhin. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Und ich sag einfach mal, bis gleich. Tschüss.